zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja... Hallo? Achso, Wächter. Hatten wir ja mit Drahomira gesprochen, dass wir Sachen... Ja, was möchtest du denn? Sieh mal, haben. Was ich für dich habe. Ganz lecker. Schön, dich zu sehen. So, machen. Hin. Ja, genau, das war ja die Queste mit Drahomira. Ein guter Hund bist du. Genau. Da hatten wir so ja... So ist's echt. Genau, sollten wir jetzt hier konzentrieren, Gespräch beenden, so. Genau, da sollten wir ja genau etwas aus Alois seinem Haus holen und von der Verstorbenen, von seiner Ex-Frau sozusagen, sollen wir auch noch was finden. Muss ich mal gucken, wo wir lang müssen. Da müssen wir lang. Hallo? Gehen wir einmal über den Rübenacker. Kürzen wir mal ein bisschen ab. Der Köter kommt mit. Ah, da kommt er ja. Sehr schön. Ah, hier scheint das verbrannte Haus zu sein. Oh, einen Bienenstock haben wir entdeckt. Alles hier ist völlig verbrannt. Wo soll ich etwas aus dem Besitz des Toten finden? Ja, ich nehme einfach etwas verkohltes Holz. Das sollte ausreichen. Okay. Nimm etwas verkohltes Holz. Ja, hier ist eine Menge verkohltes Holz, aber ich würde es auch gerne nehmen. Okay, und da war eben irgendwas. Öffnen. Verkohltes Holz. Es nehmen. Gucken wir uns trotzdem noch mal ein bisschen um. Vielleicht sehe ich auch noch irgendwas vergraben. Weg. Okay. Hätte ja sein können. Dann nehmen wir mal mit. Ah, da fällt mir ein, ich war ja Kräuterkunde aufgestiegen. Ich glaube, da konnte ich sogar, ja genau, da konnte ich einen Fertigkeitspunkt vergeben. Was nehmen wir denn? Pferdekraut. Wenn sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht. Ja, habe ich jetzt keine Probleme mit. Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen. Naja, mit Geld habe ich es jetzt auch gerade nicht so. Kreuzlehm. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung in deiner Stärkeleiste. Das ist natürlich sehr gut, das nehmen wir. Das bringt uns nämlich auch was. Bitterling. Ich wollte ihn gerade fangen, weil bei Elder Scrolls kann man ihn überfangen und dann kriegt man eine Angelköder raus. Hier aber nicht. Ah, da müssen wir weiter. Weil wir schon damit auch noch Stärke skillen, sollten wir natürlich auch ein bisschen Kräuter sammeln. Weil die Kräuter wiegen nichts. Schön die 2D-Texturen. Komme ich jetzt hier nicht hoch? Dann. Upala. Ach, herrlich, so dieses Dörfchen. Mal einen Screenshot machen. So im Sonnenuntergang.
Ah, ist das gerade das muss es sein. Lass sie in Frieden ruhen, o Herr. Gehen wir zum Apotheker zurück. Musste ich hier nicht noch irgendwas ausgraben oder so? Okay. Der Apotheker. Da hinten. Und hier vielleicht nicht zu. Die Misttisch. Okay. Mal gut gehen. Was haben wir denn da drüben noch für ein Häuslein? Auch so ein bisschen verlassen aus. Ein Lager entdeckt. Eine Truhe. Mit nichts drin. Super, das hat sich ja gelohnt. Wenn jetzt hier wenigstens noch. Hätte man hier noch schlafen können oder was, hätte ich da noch verstanden. Aber so finde ich das völlig sinnlos gerade. Was war das? Was war das da eben? Ach, wahrscheinlich hier. Der Löwenzahn. Ja, aber das scheint ja nichts zu sein. Haben wir den schon? Ah, den kennen wir wohl schon. Ich würde sagen, Apotheke reisen wir. Zügig. Aber wieder angehalten oder aufgehalten werden. Ah, das geht ja tatsächlich. Sollten wir mal Fackel wieder anmachen, man kennt das ja. Wie sieht es eigentlich mit meinem Hunger aus? Mal kurz gucken. Das halt. Ja, alles gut. Köter dabei, ja, Köter ist dabei. Halt! Ich muss dich durchsuchen. Ja. Was ist los? So lautet mein Befehl. Lässt du mich nicht damit? Durchsuch mich. Mich wirklich durchsuchen? Ich glaube, ist auch nicht gut. Ich bin wegen einer wichtigen Sache hier und du hältst mich mit einer blöden Durchsuchung auf? Na gut. Geh nur weiter. Jetzt hat deiner Redekunst geskillt, ey. Aber mal gucken, habe ich hier noch. Irgendwas. Blumen. Ja. Nur beschmutzt. Beim Pferd noch irgendwas drin. Nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum er mich hier. Würde ich. Ach, mein Pferd steht ja hier noch. Sehr schön. Beim Apotheker, ist da noch jemand drin? Apotheker? Ich habe alles, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, bin ich bereit. Wir treffen uns nachts an der Kreuzung hinter Ledetschko. Ich werde dort sein.
Ein Hahnschreitrunk, da waren noch mehr, ne, oder? Auch noch welche, ne, schön. Hopp. An der Kreuzung hinter Ledetschko. Moment, da müssen wir mal gucken. Nachts. Was bedeutet nachts? Wie spät ist es denn eigentlich? Müssen wir mal kurz gucken. Ja, riskieren wir es einfach. Hallo? Na, ja, könnte vielleicht sogar noch klappen. Nachts ist definitiv. Dann laufen hier viele Leute rum. Ach, da ist er ja schon. Ha. War über den Haufen geritten. Apotheker. Ah, da bist du ja. Komm mit. So, ich denke mal jetzt wirke den Zauber an Laras Grab. Mal gucken, wo das hier wieder war. Questenpfeile. Irgendwie durch. Danke. Irgendwo sein. Ja. Und jetzt? Kommt er nicht hinterher, oder was? Oh, Köter ist da. Wo ist der Apotheker? Apotheker? Hallo? Hat er keinen Bock mehr, oder was? Ach, da kommt er ja. Ich würde sagen, ist ihm der Aufstieg zu steil, dem werten Herrn? Oder wie sehe ich das hier? So. Beginne mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können. Ja, sehe ich auch so. Siana Kanpa, Sikia Kanpa, Galubara, Namtabara, Ashakbara, Gigimbara, Siana Kanpa, Sikia Kanpa, Galubara, Namtabara. Was ist das? Mach weiter, lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Okay, halt ein Weichei. Sicher ist sicher. Ich will mal waschen. Mal reinigen lassen, das Schwert.
Jo, kann man hier irgendwie auf dem Weg? Ja, hier kann man auf dem Weg. Sehr gut. Vom Bildstock? Das ist der gleiche wieder. Finde ich cool, dass sie nach den Hunden gucken. Ja, mal kurz guckt, was da so los ist. Das ist schon cool. Hier gab es, glaube ich, keinen Schlafplatz irgendwie drin, ne? Habe ich vielleicht noch irgendwie ein Buch, was ich lesen könnte? Bücher drin. Verdauungstrunk, das war sie jetzt nicht. Fett. So. Noch einfach mal lesen. Gut, ich lese das jetzt nicht laut vor. Dass dann tatsächlich doch einiges an Seiten ist. Okay. Haben wir hier noch. Oh, gut. Ich hätte gerne noch irgendwie ein Buch gehabt. Ah, das kann ich lernen. Okay. Dann ist auch 6 Uhr. Passt sich ganz gut. Dann haben wir die Fertigkeit gelernt. Ich denke mal Messer scharf. Ich denke mal, das wird dann den Fortschritt in Messer, in Schleifen oder sowas. Schleifen gibt es da eigentlich ein Dingens oder ist es tatsächlich Schwertkampf? Wenn ich denn da verbessere, wäre natürlich auch cool. Okay, Moment. Ah, da habe ich gerade nicht gelesen, was das war. Partei. Verdauungstrunk, aber das kenne ich schon. Okay. Als Karte schauen wir uns die nochmal an. Partei. Neuhof. Cool, da könnte man doch nochmal einen Schatz finden. Aber nochmal schauen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, ist bestimmt Hunger, ne? So. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Mumpf. Neue Stufe erreicht, Hundeflüsterer. Gucken wir doch mal. Ja, hat noch nichts gebracht. Er ist am nächsten Level. Jagdwild. Ja, mal gucken, was du dann. Wenn es mit deinem Hund Jagd auf Hasen und andere Wildtiere machen, vielleicht erwischt er sogar ein Wildschwein, okay? Süßes Hühnchen, die Menschen mögen deinen süßen Hund und finden dadurch auch dich sympathischer. Du hältst einen Bonus Charisma, auch nicht schlecht. Was? Wenn dein Hund dieses Kommando gibt, wird er andere Leute anfallen? Ja, Spinnnase. Der Hund wittert Gegner aus deutlich größerer Entfernung, wo du auf Reisen auch nicht schlecht. Dein treuer Gefährte, wann immer er wegläuft,
erhält er sogleich einen Bonus von 10 Punkten auf Folgsamkeit, nachdem er zurückgekehrt ist. Wachsamer Vierbeiner, dein Hund knurrt, wenn er sich in der näheren Umgebung einen Gegner aufhält. Das ist auch nicht schlecht. Zähne und Krallen. Er besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund bei deinen Gegnern eine Blutung verursacht. Oh, auch nicht schlecht. Such. Dein Hund kann mit seiner Spürnase interessante Orte ausfindig machen. Dank seiner Hilfe deines vierbeinigen Freundes wird dir nichts mehr entgehen. Das ist natürlich sehr gut. Und hinterher, du hast deinem Hund beigebracht, fliehende Gegner zu verfolgen und aufzuhalten. Setzt die Spezialisierung fast voraus. Ah, okay, da sind ein paar interessante Sachen bei. Dann loben wir ihn natürlich nochmal. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Okay. Die Fackel erstmal wieder wegpacken. Bild rein. Waschen wir uns nochmal. Das klingt leicht, ja, das wollen wir natürlich nicht. Lecker, lecker, lecker. Ah, das können wir alles nicht mitnehmen. Eigentlich schade, liegen die Fleischstücke da so. Das wird man schön dem Hund geben. Aber nee, kann man nicht einpacken. Beispiel. Unrealistisch. Hatten wir ja schon, da war ja nichts drin. Ja, Drahomira, wie sieht's aus? Er ist ein Händler. Hast du denn schon offen? Aufgewunderin. Willst du etwas? Öffnen? Ja, ich will Handel treiben. Ah, hier ist noch keiner drin. Ich will Handel treiben. Suchst du jemanden? Ja, den Händler. Oder Händlerin. Ist gerade. Muss ich noch irgendwie ein bisschen Zeit totschlagen? Hm, muss ich einbrechen für. Okay. Oder so. Gutes Rad. Ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Kisten. Oh, hier pennt einer. Ich muss mal weg hier. Taschendiebstahl könnte man natürlich. Nein. So. Machen wir die eine Stunde noch vor, dann müsste sie auch wieder wach sein. Na los, mach. Ja, Sache Energie ist noch alles gut. Beim Würfeln? Hasenpfoten aller Farben, Formen und Größen. Der Händler ist jetzt da. Händler. Glück und Gesundheit. Ja, wünsche ich dir auch. Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. Ich möchte so ein paar Sachen loswerden. Verkaufen. Bücher brauche ich zum Beispiel nicht. Das Brötchen, das haue ich mir gleich mal in die 7. Gräser und Kräuter. Dauerungstrunk.
So. Hast du zufällig Ahnenschrei gegen Mittel? Ne, das brauche ich nicht. Ahnenschrei wäre ganz gut. Wetter Schnaps haben wir selber. Ja, nee. Grundpfeile. Bin ich auch nicht schlecht. Überlege, ob ich die mal nehme. Gehe ich immer noch. Verkaufen. Und Handel abschließen. Ja. Da Köter, los, geht aber aus dem Weg. Ja. Dann schauen wir doch mal. Da ist sie ja. Arumira. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Wir haben den Zauber an Laras Grab gewirkt. Es war wirklich gruselig. Maria, Mutter Gottes, und es hat nichts gebracht. Was? Willst du mir sagen, es war alles umsonst? Nur noch der Herr kann mich jetzt erretten. Ich brauche einen Pfarrer. Warum bist du nicht gleich zu ihm gegangen? Was soll er denn von mir denken? Um Geister kümmern sich schon immer die Kräuterfrauen. Aber nun bleibt mir keine Wahl. Frag ihn, was ich tun soll. Ja, okay. Also gut, ich gehe hin. Aber das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Hab Dank. Hier ein paar Groschen für deine bisherigen Dienste. Du bekommst mehr, wenn der Geist fort ist. Okay. Was soll ich tun? Ja, zum Pfarrer gehen natürlich, ne? Pater Godwin. Ah, cool. Dann können wir wieder mit Godwin. Das war auch so eine coole Socke. Also, mal gucken, ob ich noch irgendwas im Pferd drin habe. Was ich noch verkaufen kann. Nö, da haben wir jetzt alles drin. Perfekt. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Kingdom Come Deliverance. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke. Ciao.